Thema der Predigt heute ist: zwischen klug und blöd liegt manchmal nur eine Tankfüllung oder ein Reservetank. Das Ziel, werdet ihr gleich merken, warum. Das Ziel der Predigt für mich ist, dass wir miteinander noch etwas klüger werden. Und dazu lehren und predigen wir ja auch das Reich Gottes. Ja, weil das Reich Gottes zu verstehen und umzusetzen, haben wir jetzt ja auch gerade noch ein bisschen reingespürt im Thema Wirtschaft, macht klug. Ja, das sind kluge Wege. Und in den Perikopen der Doxadeo-Gemeinde steht heute der Text aus Matthäus 25, 1 bis 13. Das Gleichnis von den fünf Törichten und den fünf klugen Jungfrauen. Weiß überhaupt jemand, was eine Jungfrau ist? Lesen wir einfach mal den Text und dann versuche ich den Text mal ein bisschen einzuordnen und in Bezug eben auf wirtschaftliches Denken und Handeln in Bezug auf das Reich Gottes dann da Impulse zu geben. Matthäus 25, 1 bis 13. Da erzählt Jesus selbst diese Geschichte. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 von ihnen waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Daraufhin sagte Jesus: Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Heißer Text. Lasst mich den Text ein bisschen einordnen in den Kontext der Schrift, dass wir da die richtige Gedanken uns dann auch machen. Eigentlich ist es Teil von der Endzeitrede Jesu, eine Geschichte Matthäus 24 und 25 lohnt sich wirklich auch, wenn wir über endzeitliche Dinge, Eschatologie, Stefan, gibst du mir die nächste Folie, Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen, so das ist der theologische Ausdruck. Und wenn wir über letzte Dinge sprechen, und das ist diese letzte oder die Rede Jesu über die letzten Dinge in Matthäus 24 und 25, ist es übrigens klug, auch dort zu beginnen, ihr Bibelleser, und nicht bei Daniel und nicht bei der Offenbarung. Sondern wir verstehen Daniel erst und die Offenbarung des Johannes erst, wenn wir Jesus verstanden haben. Gute Hermeneutik fängt immer mit Jesus an. Das nur nebenbei. So, also, wenn ihr euch über diese Themen Gedanken macht, fangt immer bei Jesus an. Und deshalb Matthäus 24 und 25 gibt uns den Kontext über die Themen, die Gedanken, die Jesus verkündigt hat, zu den letzten Dingen. Und da heißt es ganz am Anfang, die Jünger, die waren unterwegs mit Jesus und waren am Tempel. Und die Jünger waren beeindruckt von der Pracht des Tempels. So wie wir sind beeindruckt vom Daimler-Benz. Ja. So beeindruckt von all den Firmen hier in Baden-Württemberg. Nehmen wir euch mal mit nach München. Aber hoch beeindruckt. Kriegst schon eine zurück hier. Und die waren hoch beeindruckt. Und dann Jesus ergreift diese Gelegenheit und sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid hoch beeindruckt. Und das ist keine prophetische Aussage über Daimler-Benz, sondern über den Tempel. Es wird von diesem Tempel nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, sagt Jesus.
Und dann geht das Gespräch weiter, lest es selbst. Und interessant, sagen dann, als die zusammensaßen dann beim Glas Wein oder was auch immer, Jünger mit Jesus zusammen, dann sagten die Jünger plötzlich: Jesus, jetzt erklärst uns nochmal, wann kommt das Ende? Jesus hat nicht nur über den Tempel gesprochen, der Tempel wird zusammenfallen. Und die Jünger haben gleich gesagt, so wann kommt das Ende der Welt? So ist es auch heute manchmal, wenn Christen diskutieren über endzeitliche Dinge. Riesennummer wird da draus gemacht, ja, und lenkt uns ab vom Wesentlichen. Aber so war es damals auch schon. So, die endzeitliche Hochrechnung fand dann statt. Und dann sagt Jesus: Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Das ist alles in wenigen Versen. Das ist der Eingangstext zu diesen ganzen Kapiteln 24 und 25. Und da steckt eigentlich schon extrem viel drin, auch in diesen Zeiten, wo wir mal wieder drin sind, wo es wirtschaftlich schwieriger wird. Nicht wirklich richtig schwierig, aber ein bisschen schwieriger für uns, die wir da verwöhnt sind. Und dieses und jenes passiert auf der Welt und Kriege und Erdbeben und sonst was. Und dann werden diese Texte hochgeholt. Und weil dort und dort und dort was passiert, wird sofort hochgerechnet: Jetzt kommt das Ende der Welt. Und dann hörst du wieder all die Propheten und Prediger, die dann uns Angst machen und sagen, jetzt ist wieder der Zeitpunkt. Leute, das habe ich ein paar Mal durch. Das kann es nicht sein. Ja. Und ich habe am Anfang auch so gepredigt und irgendwann habe ich geschnallt, sage, stopp, stopp, lass uns mal den Text noch genauer angucken. Was will uns denn Jesus sagen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Darf ich das mal so dran setzen? Auch jetzt, wo es wirtschaftlich ein bisschen angespannt wird und endlich mal wieder wir uns Gedanken machen drüber und beten für die Wirtschaft, das ist doch toll. Gebt Acht, aber lasst euch nicht verführen. Diese Etappe der Weltgeschichte endet mit der Wiederkunft Jesu und nicht mit dem Weltuntergang. Habt ihr das? Das könnte Hoffnung sein. Zwischendrin sagt Jesus, und ich kann jetzt nicht die ganzen Texte lesen, weil ich will ja natürlich konzentrieren dann schlussendlich auf dieses Gleichnis. Aber Jesus sagt, wenn das mal zusammenfasst, bis dorthin, bis er wiederkommt, wird es Geburtswehen geben. Es wird immer wieder schmerzliche Dinge sein, und ich bin keine Frau, ich habe viermal zugucken dürfen, wie meine Frau in Wehen lag. Und konnte es dann am Wehenschreiber sehen, wie schmerzlich es ist. Das scheint ziemlich schmerzlich zu sein. Also es ist, Jesus sagt, es ist die Zeiten, die wir durchleben in dieser Etappe, fühlt sich manchmal an wie Wehen, schmerzlich, und dann lässt es wieder nach und dann denkt, oh, Erleichterung. Und dann kommt aber eine nächste Wehen, die ist vielleicht sogar stärker als die vorherige Wehen. Aber es sind Wehen, die was zu was führen, zu einer Neugeburt. Und es ist immer wichtig, dass wir diese Kontextualisierung grundsätzlich haben. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir rausfinden aus der Schrift, wann kommt das Ende? Und in welcher Phase sind wir jetzt? Das ist nicht die Botschaft Jesus, sondern sagt, hey, beruhigt euch mal. Ja, es ist normal, es werden Zeiten kommen, da wird es richtig schmerzlich und ihr denkt, hoffentlich hört es bald auf. Aber es ist nicht für den Weltuntergang, es ist für die Neugeburt einer nächsten Etappe, wenn Jesus wiederkommt. Und es gibt uns Christen mal eine völlig andere Sicht der Dinge, wenn wir hier und da Schmerzen beobachten. Und es sind Schmerzen und es ist schrecklich und es ist furchtbar und wir leiden und wir versuchen, Schmerzen zu lindern, selbstverständlich. Und wir sagen, Herr, nimm den Schmerz von uns gleichzeitig, aber wissen wir, es braucht auch manchmal Schmerzen, dass was Neues geboren wird und hervorkommt. Und es kann nicht immer alles beim Alten bleiben. Und es ist auch, wenn wir durch Prozesse gehen, auch in der Wirtschaft oder in Firmen, es sind manchmal schmerzliche Prozesse, um in eine nächste Etappe zu kommen, um eine nächste wieder gute Phase haben zu können. Und da muss man manchmal schwere Einschnitte akzeptieren, sonst entsteht das neue Leben nicht und die nächste Etappe. So, Jesus setzt es in diesen Kontext. Und vielleicht ist da auch an uns mal so ein bisschen, von was sind wir eigentlich immer so beeindruckt? In der täglichen Presse, in den Medien, was fasziniert uns auf der einen Seite? Wir haben jetzt hier hauptsächlich große Unternehmen gesehen. Faszination! Basti hat zum Glück auch gesagt, wir haben auch viele kleine Familienunternehmen. Kommen wir noch drauf.
Von was sind wir so fasziniert und lassen unseren Blick gefangen nehmen? Manchmal von diesen prachtvollen Dingen und dann von diesen Endzeitszenarien im Sinne von alles bricht zusammen. Und wir schwanken emotional hin und her zwischen diesem Bewundernden von diesen Prachtbauten, die wir vor uns haben und vielleicht auch anstreben, und der Zerbrochenheit, die immer wieder passiert, wo auch in der Wirtschaft Arbeitsplatzverlust und so weiter und so fort oder zu wenig Gehälter, die bezahlt werden können und dergleichen mehr. Und wir sind dann auch wieder erschrocken von dem Zerbruch und von den Schmerzen, die auftreten. Und in das Ganze hinein spricht Jesus diese Botschaft. Habt Acht. Im Lukas-Text, Paralleltext heißt es, hebt eure Häupter empor, wenn ihr das alles seht. Und nicht bitte nicht nur endzeitlich denken im Sinne, es ist ein durchgehender Aspekt und es geht immer den Berg ab. Nein, das tut es nicht. Sondern es sind Wehen. Und deshalb lernen wir auch davon, auf einzelne Situationen entsprechend zu reagieren. Wenn mal wieder etwas uns so fasziniert und in den Bann nimmt, wie die Jünger den Tempel, dann bedenkt auch, das kann von heute auf morgen völlig zerfallen. Lasst euch nicht in Band davon nehmen. Und das andere genauso war, wenn dann was zerbricht und zerfällt und Schwierigkeiten kommen, lasst euch davon nicht erschrecken, sondern hebt eure Häupter empor, denn unser Herr kommt, die Erlösung ist nahe. Und die Erlösung ist nicht immer nur schlussendlich die Wiederkunft Jesu, sondern die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Herr, bin ich gespannt, was für eine Lösung wir haben, was für eine Erlösung du in unsere Mitte legst für diese Situation, in der wir sind. Das ist die Haltung, das ist der Spirit, den wir in diesem Text haben. Was ist eure Perspektive? Worin setzen wir unsere Hoffnung? Was nimmt uns oftmals gefangen an Faszination oder Angst? Hebt eure Häupter empor und guckt mal über die Prachtbauten hinweg und auch über die Schrecken hinweg und schaut zunächst auf den, der uns Hilfe und Erlösung ist, Jesus. Und von dort her gestalten wir dann wieder unser Arbeitsleben, unser Familienleben und alles mehr. So, und in diese ganze Szenerie, sage ich jetzt mal, Matthäus 24, fängt an Jesus an, vier Gleichnisse zu erzählen. Und im Grunde können wir sagen, diese vier Gleichnisse lehren uns, wie sollen wir denn dann leben, Herr? Wenn das also so ist, das ist das große Szenario. Wie sollen wir leben, Herr? Auf was sollen wir achten? Wie sollen wir unser Leben gestalten? Ja, wir lassen uns nicht faszinieren von den Prachtbauten und wir lassen uns nicht erschrecken von dem Zerbruch und dem Zerfall von Dingen, sondern wie sollen wir dann leben, Jesus? Und das ist der Kontext. Und jetzt lest diese Texte, hochspannend. Und er bringt vier Gleichnisse. Das dritte davon ist das, was wir jetzt angucken. Man kann es, und ich spreche jetzt bewusst wirtschaftlich, Hoffnungsmenschen investieren. Weil wir wissen, das ist nicht das Ende der Welt, das ist nicht das Ende der Zeit, sondern unser Herr kommt. Und es ist so eine Phase, in der wir stehen. Jesus kommt und es geht danach auch weiter. In dieser Zeit, wie sollen wir leben? Und ihr könnt sagen, investiere in Menschen, wäre Gleichnis Nummer eins, lest es selber durch. Hab ein Herz für Menschen, investiere in Menschen, auch in Mitarbeitenden. Wenn du ein Chef bist irgendwo, dann hast du hier ein Beispiel, um zu sagen, geh gut mit den Leuten um. Investiere in Menschen, sehe das Potenzial Gottes in den Menschen. Das habe ich vorher ein bisschen angetriggert. Das ist auch für mich unfassbar wichtig. Alles hier, kostbarste Menschen, voller Talente, voller Leidenschaft, voller Kraft, Geschöpfe Gottes, Ebenbildlichkeit Gottes, da ist so viel Würde und Kraft drin und Besonderheit drin. Entfalte das Potenzial. Und es geht gut mit Menschen um, wo immer ihr seid. Investiert in sie. Ja? Und wenn es die Nachbarin ist, die deine Hilfe braucht, dann investiere in sie und sagen, das ist scheißegal. Geht mich nichts an. Investiere in Menschen. Investiere mit deinen Talenten und Möglichkeiten. Das ist das zweite Gleichnis. Wir haben unterschiedliche Talente. Wir haben unterschiedliches Maß, auch an Wirkungskraft, die wir haben. Das spielt alles keine Rolle. Ob du viel oder wenig hast an Möglichkeiten, Talente steht nicht nur für Geld, sondern auch für Möglichkeiten. Setze die Möglichkeit, investiere mit dem, was du hast. Und guck nicht auf das, was du nicht hast oder was der andere hat. Bist du ein kleines Unternehmen oder großes Unternehmen? Bist du ein kleines Rädchen im Getriebe oder der Big Boss? Doesn't matter. Entscheidend ist, investiere mit dem, was du hast. Und das Dritte, das gucken wir uns gleich noch genauer an, investiere langfristig.
Gucken wir uns gleich an. Das vierte ist dann, investiere dort, wo Mangel ist. Das sind die vier Botschaften. Und wenn du dich daran hältst und sagst, so lasst uns leben, dann lebst du im Sinne des Reiches Gottes. Und dieses Reich Gottes, sagt auch hier Jesus, wird verkündigt werden in allen ethnischen Gruppen. Erst dann wird dieser Zeitpunkt kommen, dass Jesus wiederkommt. So sind wir gut unterwegs hier, oder? Wir predigen das Reich Gottes, nicht den Weltuntergang. Habt ihr das wirklich? Das ist mir so wahnsinnig wichtig, weil ich kann es nicht mehr hören, diesen Quatsch. Ja, wir verkündigen das Reich Gottes, die Predigt vom Reich Gottes. Das ist unsere Botschaft und nicht die Predigt vom Weltuntergang. So, jetzt gehen wir da mal noch rein, ein bisschen in dieses Gleichnis und holen uns da ein paar Weisheiten. Wir wollen ja klüger werden, ja. Holen uns da ein paar Weisheiten raus. Der einzige Unterschied, und das ist wichtig auch bei einer Auslegung von so einem Text, ganz gerne, ja genau, danke. Der einzige Unterschied zwischen den Klugen und den Törichten war ja nur, die eine hat eine Reserve, die andere nicht. Das ist der einzige Unterschied. Und bitte nicht mehr hineininterpretieren in dieses Gleichnis. Die einen haben Heiligen Geist, die anderen nicht. Quatsch. Steht da gar nichts drin. Ja. Es ist einfach, die eine hatten Reserve und die anderen nicht. Das ist der einzige Unterschied. Und das ist ja ziemlich logisch. So, im Grunde, wenn ihr es jetzt wirtschaftlich haben wollt, es geht im Grunde an diesem Gleichnis, diesem Beispiel nur um das Ressourcenmanagement. Mach dir es bewusst, es könnte länger dauern, als du gedacht hast. Ganze Botschaft. Und wenn es unser Leben durchzieht, haben wir ganz schön viel an Klugheit gewonnen. Als Jesus davon sprach, dieser Tempel wird zerfallen, das ist dann passiert 70 nach Christus. Und bis zum heutigen Tag ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Das ist ja schon ein Wunder, dass das Volk Israel wieder an der Klagemauer beten kann. Der Tempel ist noch nicht aufgebaut. Ob er auch jemals wird, das sagen die Bibelausleger mal so, mal so. Spielt jetzt auch gar nicht die Rolle. Der entscheidende Punkt ist wieder, wie lange kann es denn dauern, Mann? Und du merkst plötzlich, Moment, wenn wir langfristig denken, dann kann es sein, dass unser Alltag sich anders gestalten, als wenn wir davon ausgehen, hört sowieso bald auf. Ich habe Christen kennengelernt, die gesagt haben, ich schicke meine Kinder nicht mehr in eine Ausbildung, lohnt sich ja nicht, Jesus kommt bald wieder. Ja, so ist die Nummer dann. Ja. Oder ich gebe all mein Geld aus, all meine Ressourcen verbrauche ich und bringe es ins Reich Gottes ein. Und Reich Gottes heißt dann in dem Fall, wir verkündigen das Evangelium auf der Straße und alles andere ist ja nicht Reich Gottes. Also das Wichtigste zu tun, die eine Hälfte arbeitet hier, die andere Hälfte geht evangelisieren auf die Straße und wird bezahlt von denen, die arbeiten. Das ist nicht Reich Gottes. Und schon gar nicht langfristig. Also müssen wir anders denken. So, wenn du an deine Kindeskinder denkst, das ist eigentlich die Denkweise, und jetzt sind wir im wirtschaftlichen Denken drin, wenn du dran denkst, okay, sind noch Ressourcen da für die Kindeskinder? Wie handle ich heute, wenn es nachhaltig sein soll, dass eben die Kindeskinder, die nächsten Generationen auch noch was zur Verfügung haben und nicht verbraucht wird, sondern regenerativ gearbeitet wird? Dann kommen wir in die richtige Spur, was dieses Gleichnis uns sagen will. Der Kontext sagt uns zwei Gewissheiten. Das eine, es gibt eine Wiederkunft Jesu. Und das sagen alle Texte, was ich vorhin so ein bisschen erläutert habe. Und damit verbunden, dass unser Herr wiederkommt, ist verbunden damit, es gibt einen Zeitpunkt, wo wir für unser Leben Rechenschaft ablegen. Und es ist kein Angstparadigma, sondern wir denken, wenn wir wissen, eines Tages muss ich das verantworten, was ich getan habe. Das prägt unser Handeln anders, als wenn ich denke, nach mir die Sintflut. Wenn wir Gott abgeschafft haben, dann muss ich mich vor niemand mehr verantworten. Und es führt zu einer Leben, selbst wenn das wahr wäre, was es nicht ist, dass es keinen gibt, aber selbst wenn es wahr wäre, würde es unser Handeln entsprechend negativ beeinflussen, wenn es keinen Gott gibt, wenn wir uns nie verantworten müssen. Wenn ich weiß, ich muss mein Leben und mein Handeln verantworten, werde ich verantwortungsvoller umgehen mit meiner Zeit, meiner Kraft, meinen Möglichkeiten, meinen Mitmenschen und dergleichen mehr.
Und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Botschaft, dass wir uns bewusst machen, wir verantworten uns für das, was wir leben. Eines Tages wird sozusagen mal eine Zwischensumme, ein Zwischenstrich gezogen und sagen, wie habt ihr denn gelebt? Und ja, Halleluja, wir haben das Evangelium von Jesus Christus. Und dort, wo wir es verbockt haben, dort, wo wir verschlampert haben, dort, wo wir unverantwortlich gehandelt haben, es gibt die Erlösung, die befreiende Kraft des Evangeliums, die Gnade Gottes. Halleluja. Ja. Deswegen leben wir aber nicht so, sagen, spielt ja keine Rolle, wird ja alles wieder vergeben. Also lebe ich wie die Sau und dann kann ich ja wieder zur Beichte gehen und dort kriege ich es wieder los, mache ein paar Ave Maria und dann hat sich der Kittel geflickt. Nein. Wir handeln verantwortungsvoll, weil wir erkannt haben, wir gestalten diese Erde mit. Und wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir etwas von das hineingelegt in unser Leben, was er in uns hineingeschenkt hat. Dann haben wir Beispiel gegeben, wie wir es gerade gehört haben, mit unserem Leben Beispiel gegeben von der Wesens- und Lebensart unseres Herrn Jesus Christus und von der Kraft des Reiches Gottes. Lasst uns so täglich leben, im Bewusstsein des wiederkommenden Herrn. Und der Text sagt uns die Wahrheit, die wir auch schon erwähnt haben, es ist wohl ein Marathon und kein Sprint. Also lasst uns auch so denken und mit unseren Ressourcen haushalten. So ein paar Impulse noch zum klugen Ressourcenmanagement. Ist euch bewusst, dass wir in unserem Land nur 10% der Beschäftigten sind Unternehmer oder Selbstständige? Nur 10%. Seit 90% sind in einem Abhängigkeitsarbeitsverhältnis, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, arbeiten sozusagen für einen anderen. Wie viele Unternehmer und Selbstständige haben wir hier? Ja, kommen auch so in die 10% einigermaßen ran. Ja. So, ist jetzt kein Vorwurf. Ja. Ist einfach mal eine Tatsache. Warum sage ich das? Wir haben gelernt über Generationen, im Grunde seit 250 Jahren, also nach dem Zeitalter des Agrarzeitalters, dort mussten Familien viel stärker wirtschaftlich für sich selbst denken und handeln. Und im Industriezeitalter haben wir gelernt, uns einzuordnen in einen bestimmten betrieblichen Ablauf, in Zuordnungen nach der Taktung des Fließbandes. Und dann haben wir gesagt, Samstag gehört Papa der Familie. Und so, das war dann der Höhepunkt vom Industriezeitalter, wo wir uns das erobert haben. Das heißt, ansonsten gehört Papa der Wirtschaft oder der Firma. Kann man alles drüber nachdenken? Interessant, aber was hat es geprägt in unserem Denken? Andere denken für uns, zum Beispiel, was für eine Versicherung will ich haben, was für nicht, über Rente. All diese Dinge entscheiden andere und ihr macht euch keine Gedanken mehr. Als ich 1992 war ich Angestellter in einem Verband, im Verbund von Kirchen, Gemeinden. Und ich war ein bisschen innovativ da mit Treffpunkt Leben Ditzingen unterwegs und der Vorstand, der war da nicht so happy mit allem, was ich da so gemacht habe. Und wir haben dann diskutiert und dann hat der Vorstandsvorsitzende damals zu mir gesagt, Michael, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Also mit anderen Worten, mach so, wie ich dir sag, weil ich bezahle dich. Ich meine, eigentlich hat die Gemeinde mich bezahlt, aber über den Verband war ich angestellt. Ich war sauer. Dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, er hat recht. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Ich habe gesagt, aber ich will dieses Lied nicht singen, zumindest zum Teil nicht. Was mache ich jetzt? So. Und dann findet mir nur eine einzige Lösung ein, sage ich, ich muss mich selbstständig machen. Und dann habe ich mit der Gemeinde besprochen, wurde der erste selbstständige Pastor dieses Verbundes sowieso und ich glaube in der Zeit damals überhaupt. Ja, es gab nur angestellte Pastoren. Und ich wurde selbstständig. So wurde ich selbstständig, nur aus dem Grund. Weil ich sagte, ich will dieses Lied nicht singen. Und ich will aber auch nicht so tun, die Annehmlichkeiten des Angestelltenseins und dann mache ich doch mein Ding, das ist nicht sauber. Also bin ich zu dem Schluss gekommen, mache mich selbstständig. Seit 1992 bin ich selbstständig. Und dann hat die Gemeinde mir noch ein Honorar bezahlt. Und so fing meine Selbstständigkeit an. Und Leute, was das verändert hat in mir, meinem Denken, ist der Wahnsinn. Ich musste mir plötzlich Gedanken drüber machen, versichere ich mich und meine Familie Kranken? Natürlich. Rente,
was mache ich eigentlich, was ist überhaupt Rente? Was für ein Konstrukt haben wir da eigentlich geschaffen? Und ich musste über all diese Dinge plötzlich nachdenken und Verantwortung übernehmen und Ressourcenmanagement selbst betreiben. Wisst ihr, wenn ich eine eigene Rente aufbaue, ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, okay, die Generation nach mir wird dann schon meine Rente bezahlen. Generationenvertrag. Und merkt dann plötzlich das Rentensystem, wenn ich jetzt einfach mal drüber rede, weil das auch gerade wieder in aller Munde ist. Das Rentensystem ist aufgebaut auf Generationenvertrag. Das heißt, die jetzt arbeitenden Menschen finanzieren die jetzt in Rente Seienden. Ist das richtig, Silke? Vom Deutsch meine ich. So, funktioniert, solange der Reproduktionsfaktor stimmt. Also das heißt, es müssen immer genug, nicht nur Kinder auf die Welt kommen, sondern dann auch in Arbeitsverhältnis kommen, ihre Abgaben leisten, damit die Generation mal 30, 40 Jahre Rente genießen kann. Jetzt, das Problem ist, wir, meine Generation, die kommen jetzt in die Rente, die Babyboomer. Und wir haben aber zu wenig Kinder bekommen wegen Pillenknick, das war das Problem. So, jetzt will ich Rente haben, ohne dass dieses System der Gerechtigkeit, das zugrunde gelegt war, funktioniert. Furchtbar schlechtes Wirtschaften. Was passiert denn jetzt? Jetzt muss ich von irgendwoher Ressourcen nehmen, damit dieses Verhältnis aufgefangen werden kann. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, jetzt sind wir im wirtschaftlichen Denken, und der nicht nur irgendwelche Popular-Messages hört, sondern denkt, der sagt, Moment, das kann so nicht funktionieren. Und wenn ich jetzt selber für mich Verantwortung übernehme und nicht nur schreie nach dem Staat, das bin ich schon ziemlich klar, gell? Aber alles andere hilft ja nicht. Sondern Verantwortung für mich nehmen, dann muss ich ja, das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, zu sagen, okay, ich muss Ressourcen aufbauen, in welcher Form auch immer, dass nicht nur ich und meine Frau davon leben können, wenn wir weniger arbeiten können und keine wirtschaftlichen Einnahmen mehr haben sollten, und dass auch meine Kinder eine Grundlage bekommen und darauf weiter aufbauen können. Und wenn du das mal durchrechnest, dann merkst du ganz schnell, ei. Da muss ich vielleicht heute anders handeln. Da muss ich vielleicht heute anders wirtschaften. Da muss ich vielleicht heute meine Einnahmen- und Ausgabensituation nochmal neu bewerten. Wenn ich dann Verantwortung für mich übernehme, dann heißt es wahrscheinlich auch, ich muss vielleicht länger arbeiten. So, lassen wir die Politik. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Bibel. Ich will es einfach sehr konkret machen. Wirtschaftliches Denken musste ich lernen, und habe ich Gott sei Dank dann gelernt, schmerzlich gelernt, weil ich gemerkt habe, wie mein Hirn geprägt war, als Angestellter zu denken, alles andere, ich gehe arbeiten und alles andere, da kommt jeden Monat mein Scheck, ja, und alles andere machen sich andere Gedanken und dann läuft die Sache schon. Und plötzlich merke ich, wow, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, bedeutet was ganz anderes, wirtschaftliches Denken. Und das prägt dann auch unser Gesamtdenken. So entlang diesem Text, den wir hier haben, wie ist mein Ressourcenmanagement? Ich kann mich nicht einfach nur darauf verlassen, dass irgendwelche andere Leute für mich schon sorgen werden und denken nicht mal darüber nach, von was sollen sie es denn nehmen, und schlussendlich sind es halt dann meine Steuergelder, die dann meine Rente bezahlen. Und irgendwann geht auch das nicht mehr. Das heißt, wir verbrauchen, wir haben dann Burn Rate, heißt es dann im Investmentbereich. Eine zu hohe Burn Rate. Wir verbrennen zu viel Geld jeden Tag. Wird schon werden. Nein. Es braucht ein besseres Ressourcenmanagement. Und wenn jetzt sind wir im wirtschaftlichen Denken und Handeln, und das ist, was dieses Gleichnis uns sagen will. Sagt, denkt mal über den Tag hinaus, ihr Lieben. Es könnte sein, es dauert länger, und es könnte sein, du hast nicht genug Ressourcen, um bis zum Ende durchhalten zu können. Das ist die ganze Botschaft. Und wenn du jetzt ganz praktisch durch dein Leben gehst und sagst, oh, lass uns mal so denken, und jetzt können wir auf ganz verschiedene Themen nehmen, wie
gestalten wir dann unseren Alltag, wenn diese Wahrheit, die das Wort Gottes uns bringt, das Reich Gottes denken, wie gestalten wir dann unser Hier, Jetzt und Heute? Für was geben wir Kraft her, Finanzen her? Wie nachhaltig ist unser Denken und Handeln für das, was wir heute tun? Nehme ich Verantwortung für mich und für nicht nur meine Kinder, sondern meine Kindeskinder? Das ist nur eine Denksache. Natürlich bist du nicht verantwortlich schlussendlich, wie es deinen Urenkel geht, aber schlussendlich gestalte ich heute auch die Zukunft der nach mir Kommenden. Was hinterlasse ich? Und gestalte ich mein Leben so? Wird es ein bisschen klar so? Hm? Sehr praktische Predigt. Jetzt kommen wir mal geistlich. Wir gehen jetzt hinein in das Ressourcenmanagement. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, betrifft jeden übrigens, egal ob du Unternehmer, Selbstständiger bist oder was auch immer. Ich hoffe, das ist angekommen und sagen, lass uns mal in ein anderes Denken gehen. Jesus fordert uns hier heraus in unserem Alltagsgestalten. Die gleiche Wahrheit ist aber auch, und damit möchte ich so in die Schlussphase gehen von der Verkündigung, ist auch das Energiemanagement unserer Kraft, die wir haben. Wenn das Leben ein bisschen länger dauert, meine Frau arbeitet in einer Seniorenresidenz, die haben schon über 10 Leute, die älter als 100 sind. Und dann einen ganz, 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 ganz großen Prozentsatz älter zwischen 90 und 100. So, stell dir mal vor, du wirst 95 und du arbeitest im Moment so und sag, jetzt arbeite ich auf meine Rente zu, wenn ich 67 bin und dann wird es schön. Bis dorthin bist du kaputt, wenn du so denkst. Und dann erhole ich mich. Denk mal an Urlaub, reduzieren wir es. Ja? Ich arbeite wie ein Blöder jeden Tag, aber ich habe ja dann, oh, jetzt freue ich mich auf meinen Urlaub. Das nächste, was passiert im Urlaub, wirst du krank. Nichts Erholung. Erstmal der Körper holt sich das, was er über die ganze Zeit nicht bekommen hat. Ressourcenmanagement ist eben nicht nur eine Sache der Finanzen, sondern ist eine Sache der Lebensführung. Und deshalb sind auch diese Prinzipien, die Jesus eingebaut hat, oder der Schöpfer eingebaut hat, 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen von deiner Arbeit. Viele solche Elemente entdeckt die Schrift, entdeckt das Reich Gottes in seinem Denken. Da ist Nachhaltigkeit, gesundes Leben drin. Eine Art und Weise, dass ich durchhalten kann, dass das Ende wird gekrönt, sagt mal die Bibel. Es ist nicht eine Frage, wie ich begonnen habe, es ist die Frage, wie werde ich enden? Und ist da mein Ressourcenmanagement, unser Ressourcenmanagement mit Beziehung, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir Gemeinde bauen. Das kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen. Das ist heute Morgen nicht meine Aufgabe, aber vielleicht deine oder in Kleingruppen oder im Gespräch zum Mittagessen oder wenn ihr dann Pfannkuchen oder was gibt es, Waffeln esst, mal noch ein paar Takte darüber zu reden. Wow, was bedeutet das dann für meine Beziehungen, nachhaltige Beziehungen zu haben? Nicht mal nur kurz flipflop paar Sachen, sondern nachhaltige Beziehungen mit der Familie. Wir investieren jedes Jahr als Familie einen teuren Urlaub in unsere inzwischen Großfamilie, 4 Kinder, 4 Schwiegerkinder, 9 Enkel. Und wir laden sie als Großeltern einmal im Jahr 4-5 Tage ein, alle. Schweineteuer. Die beste Investition, die ich je gemacht habe. Und ich habe ein paar gemacht. Warum? Es wächst, die Familie wächst. Wir haben keinen Stress in der Familie. Da ist kein Streit. Wir treffen uns an Weihnachten und alle gehen erstmal aufeinander los. Nichts. Die Enkelkinder, das sind Beziehungen zueinander. Freundschaften entstehen. Schwiegerkinder kommen auch rein in das Familien, in Familienkultur. Das Miteinander ist Zeit zum Spielen, zum Reden, auch mal länger Dinge durchsprechen zu können und nicht mal kurz am Telefon oder im WhatsApp missverständlich hin und her zu kommunizieren. Super, super, super Investition, nachhaltig. Jetzt höre ich auf mit Beispielen. Eheabend haben wir eingeführt als Eltern. Ja, sag, in der heißen Zeit auch der Familien- und Erwerbsphase, wo alles über einen reinströmt und dann kommt es immer, irgendwann mal haben wir wieder Zeit. Das irgendwann kommt nicht. Und ich habe gesagt, Schatz, lass uns jede Woche, und wir haben 1,5 Jahre gebraucht, bis wir das etabliert hatten, mindestens einen Abend nur für uns haben.
und mindestens 3-4 Mal im Jahr mindestens ein Wochenende miteinander weggehen. Und das müssen wir organisieren. Und ich sag's euch, das ist günstiger als eine Scheidung. So. Ressourcenmanagement, ja. Wieder auftanken, wieder Beziehung pflegen. Unsere Kinder, die nennen es heute jetzt Day Night. Heißt es Day Night? Nee, Date Night, genau. Date Night heißt es heute, nicht Eheabend. Das ist ein bisschen verstaubt. Aber die haben das auch übernommen. Und das sind so Dinge einzupflegen, dass die Ressourcen, Energiemanagement muss vor Zeitmanagement kommen, ihr Lieben. Nicht wie fülle ich meinen Kalender, sondern wie führe ich ein kluges Leben mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Welche Ressourcen bauen wir auch auf immer wieder, wo wir zurückgreifen können drauf. Wenn es mal schwierig wird, dann leben wir nicht schon an der Substanz, sondern wir haben auch eine Ressource aufgebaut, an Beziehung, an Kraft, an Liebe zueinander, Verständnis füreinander. All diese Dinge, was haben wir aufgebaut? Und in diesem Sinne auch der Gedanke, mit dem wir jetzt auch in die Gebetszeit gehen möchten. Ein ganz, ganz, ganz schöner Satz, den ich viele Male für mich in Anspruch nehme, ist 2. Korinther 4, Vers 16. Da sagt Paulus, der ein furchtbar anstrengendes Leben hatte, angefochten, schwierig. Und er sagt, in dem allem werde ich nicht müde. Denn ich schaue nicht auf das, was mich fasziniert oder was ein Zerbruch alles da ist, das gewichte ich nicht in erster Linie, sondern ich schaue auf das Ewige. Ich schaue auf das, was anhaltend ist. Ich schaue auf das, was über das Ganze hinausgeht. Ich hebe mein Haupt empor. Und auch wenn der äußere Mensch zerfällt und wenn da die Ressourcen weniger werden, mein innerer Mensch, sagt er, wird Tag für Tag erneuert. Was für eine Segenslinie ist bei uns drin, dass dieser Schatz, den Jesus in unser Herz hineingelegt, der er selbst ist und der Heilige Geist, von dem Jesus sagt, diese Quelle in uns ist unerschöpflich. Und er sprach vom Heiligen Geist, als er sagt, von eurem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagt er von dem Heiligen Geist, diejenigen empfangen, die an ihn glauben. Und es sind hier Menschen und vielleicht auch im Livestream Menschen, die glauben an Jesus. Ist dir bewusst diese unfassbare Quelle, die in dir ist? Sprudelnde Kraft. Und wie oft in meinem Alltag, auch heute noch und vielen schwierigsten Phasen meines Lebens, habe ich darauf zugreifen. Das war die einzige Ressource, die noch da war. Und die menschliche Kraft war zu Ende und die Möglichkeiten waren zu Neige und die Aufgaben waren zu viel. Und ich habe das alles bei bester Planung nicht hingekriegt. Und dann ist diese Kraft in mir. Sag, oh Heiliger Geist, und ich spüre das so, ich merke das dann so, wenn ich so knick, dann ist es nur, weil ich mir bewusst mache oder bewusst bin. Wahrscheinlich sitzt der Heilige Geist irgendwo hier. Ja. Die Quelle in mir. Und ich schöpfe von diesen unerschöpflichen Quellen und nehme Tag für Tag, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Aus der Beziehung mit dem lebendigen Gott, der in dir wohnt, aus der Beziehung unserer Gemeinschaft und Christus in unserer Mitte, ziehen wir Ressourcen der Kraft, der Erneuerung, der beständigen Erneuerung des Denkens, des Fühlens, des Handelns. Wieder neue, die Ewigkeit wird uns bewusst und wir schöpfen von dieser Kraft in dieser furchtbar anstrengenden Zeit, die wir so oft haben, und schöpfen von dieser Kraftquelle in uns, der Heilige Geist. Habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wir werden jetzt gleich so Lämpchen hier vorne haben als Erinnerung oder stehen hier, genau. Das sind so ganz kleine Symbole, könnt ihr euch um den Hals hängen oder auf Toilette stellen oder am Schreibtisch, am Arbeitsplatz. Als kleine Erinnerung, diese Reserve ist eine unerschöpfliche Reserve, die in euch ist. Die Klugen von uns setzen da drauf. Bei all dem anderen, was ich gesagt habe, aber die wissen, auch wenn meine Kraft zu Ende geht, wenn meine Möglichkeit bei allem, was passiert ist, es ist eine Kraft in mir, die ist weit, geht weit, weit, weit über mich hinaus. Und es ist diese Reserve, wenn ihr so wollt, die uns dann doch durchhalten lässt. Es ist die Reserve, die uns garantiert, der mit uns begonnen hat, den guten Weg, der wird mit uns den guten Weg auch vollenden. Habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Heißt nicht, wisst ihr vom Heiligen Geist, sondern habt ihr ihn eingeladen. Heiliger Geist, nicht ohne dich. Heiliger Geist, du in meinem Leben. Ist ein bisschen demütigend.
ich kann es alleine nicht, ich krieg's alleine nicht hin. Es ist aber auch nicht, mach du alles, ich lehne mich zurück. Nein, es ist du in mir, der du mir Kraft gibst. Weisheit, Erkenntnis, Offenbarung, alles das, was in dir ist, Heiliger Geist, ich empfange dich. Und ich möchte uns einladen, dass wir in dieser Gebetszeit, in die wir gehen, vielleicht müsstest du dann auch nach vorne kommen als ein Ausdruck und sag, ich nehme mir so ein Lämpchen mit und ich stell mir das zu Hause irgendwo hin oder häng mir es um den Hals und nimm es in meinen blauen Anton in die Hosentasche oder wo immer. Aber ich lebe fortan von diesem Bewusstsein, der innere Mensch. Heiliger Geist, du bist willkommen. Heiliger Geist, du darfst mein Leben prägen und gestalten. Heiliger Geist, ich setze darauf, dass die Kraft, die Dynamis Gottes, die überschwängliche Kraft in mir mächtig ist. Komm, Heiliger Geist, wirke du in unserer Mitte, wir heißen dich willkommen. Danke, Jesus, dass du uns nicht allein in dieser Zeit lässt und nicht sagt, haltet irgendwie durch, sondern du hast uns diesen Überschuss an Reserven gegeben. Auf das greifen wir zu. Auf dich, Herr, die Quelle in uns. Und wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast und deshalb auch nichts weißt von der Kraft des Heiligen Geistes, es ist nicht schwer. Sag ja zu ihm, komm heim. Das gehört dir, das Reich Gottes ist auch dein Reich. Komm heim. Durch Jesus kommst du heim. Empfange Jesus, frag jemanden, der Jesus kennt, betet miteinander und sag, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich kapiere es, dass das richtige Leben ist, das mir geschenkt ist. Jesus, sei du der Herr, der Erlöser, der Helfer in meinem Leben. Und Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen. In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Büro, an meiner Werkbank, in meinem Haushalt, in meinem Kindergarten, in meiner Schule. Sei willkommen, Heiliger Geist.